Herzlich willkommen zurück beim Bausimulator 2015. Hier ist wieder Fabi. Und in der letzten Folge hatten wir ja noch zusätzliche Sondermissionen bekommen. Oder Sonderaufträge. Ja. Neues Fahrzeug. Wir sollen unseren Vorarbeiter ansprechen und wir sollen Gerd ansprechen. Wer zum Teufel ist Gerd? Lehrgänge gibt's nicht. Architektenaufträge gibt's auch noch nicht. Ja, dann. Wo? Jetzt haben wir hier einen Containertransport für 3500. Ausbau eines Einfamilienhauses. Nee, ich hab's euch ja versprochen. Wir machen jetzt diese Folge den Auftrag mit dem neuen Fahrzeug. So, jetzt müsste unser Freund Harpe ist wieder da. Mit dem können wir jetzt mal wieder sprechen. Mal gucken, was er zu sagen hat. Das ist unser Vorarbeiter. Hey Fabi, ich habe gerade unseren Kontostand gecheckt. Weißt du was? Ich denke, es wird Zeit, unseren Fuhrpark zu erweitern. Wie wäre es, wenn du einen Abstecher zum Händler machst und mal schaust, ob der was Passendes für uns im Angebot hat? Ja, das hört sich gut an. Ich zeige dir auf der Karte, wo der Fahrzeughändler ist. Fahr am besten gleich vorbei und sprich mit Gerd. Den kenne ich noch von früher. Der ist nicht zu übersehen, ein Bär von einem Mann. Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Na, dann schaue ich mal, was Gerd im Angebot hat. Toll. Das machen wir jetzt so, dass wir den Anhänger lassen wir hier. Raus mit dem Stützrädchen. So. Und wir fahren jetzt hier nur mit dem LKW. Das ist wieder die blöde. Das war doch jetzt die freie Kamera. Warum hat die sich von allein gedreht? Ja, wir fahren jetzt mal dem Navi nach. Das schickt uns jetzt nämlich in die Stadt. Jetzt fahren wir hier das erste Mal in die Großstadt im Spiel. Denn hier, das ist ja nur das Dorf. Und wir machen uns jetzt hier auf den Weg zur Stadt. Fahren wir hier diese schöne Auffahrt. Haben hier Vorfahrt gewähren. Kommt aber eh keiner von hinten. Ich habe ja den Verkehr ein bisschen niedriger gestellt, damit hier nicht so viele Idioten unterwegs sind. Hier im Tunnel sind die Frames nicht gerade prickelnd. Na gut, ihr im Video werdet es wahrscheinlich nicht merken. Aber hier beim Spielen ist es schon arg, wie hier im Tunnel gerade die Frames einbrechen. Und prompt zum Tunnelausgang gehen sie wieder hoch. Also das merkt ihr jetzt aber auch, dass es gerade ganz schlimm ist. Ich weiß auch nicht, was gerade passiert, dass die Frames so niedrig sind. Irgendwie ist da hinten auch ein Bug. Da schwebt irgendwas in der Gegend rum. Ja, die künstliche Intelligenz des Verkehrs ist jetzt nicht gerade die höchste. Ja, ich meine, wir spielen ja auch den Bausimulator, nicht den Euro Truck Simulator. Wobei man echt sagen muss, beim Euro Truck Simulator ist ja eigentlich die künstliche Intelligenz des Verkehrs eigentlich jetzt mit den neuen Patches gar nicht mehr so schlecht. Die war mal eine Katastrophe, aber inzwischen geht's. So, jetzt sind wir hier an den Ausläufern der Stadt. So, wir sollen hier rechts abbiegen.
Das hier ist schon der Fahrzeughändler, wo wir hin sollen. Sehen wir auch, da stehen ja schon jede... Oh, was macht der denn da? Der wechselt einfach die Spur. Da stehen ja auch schon jede Menge MAN-Vierachskipper auf dem Hof. Ich hoffe, der hat auch noch was anderes im Angebot. So. Na komm, es ist doch schon lang fahrtfrei hier. Die hätten wir jetzt fast überfahren. Oh, hier in der Stadt, da sind die Frames echt arg. Ich komme da jetzt kaum noch über 20. Das ist heftig. So, wir haben den Fahrzeughändler in der Stadt entdeckt. So, wir fahren hier mal hin. Und jetzt... Okay. Ah, wen haben wir denn da? Du musst Fabi sein. Mein alter Freund Habe hat dich schon angemeldet. Wie geht's denn dem alten Halunken? Ich sag dir, du kommst genau richtig. Haben da gerade ein paar feine Fahrzeuge reinbekommen. Da ist für jeden was dabei. Ja, freut mich auch, sie kennenzulernen. Habe geht's gut, denke ich. Und ja, in der Tat planen wir unseren Fuhrpark, um ein Fahrzeug zu erweitern. Um ein Fahrzeug erweitern? Na, das klingt ja zaghaft. Ich verkaufe dir eine ganze Flotte an besten und modernsten Baufahrzeugen und das zu einem Spottpreis. Nun mal langsam. Ich denke, eins sollte erstmal genügen. Der große Pritschenwagen mit Ladekran gefällt mir gut. Da ist der Text abgehackt. Kann ich verstehen. Ist auch ein ganz feines Fahrzeug. Mit dem integrierten Ladekran geht das Auf- und Abladen von Paletten und dem anderen Kram, den man so braucht, wirklich ruckzuck. Ich mache dir ein gutes Angebot. Und wenn du ein Fahrzeug, ja, jetzt geht's leider nicht weiter, kaufst, dann kannst du es auf unserem firmeneigenen Testgelände ausprobieren. Ach, die haben sogar ein Testgelände. Ah ja, gut zu wissen. Na, ich schaue mich mal noch ein wenig um. Super. Okay, und wenn wir ein Fahrzeug verkaufen wollen, kriegen wir 75% des Kaufpreises bei ihm wieder zurück. Gut. Das hier ist, glaube ich, das Testgelände, so wie das aussieht. Das ist jetzt gesperrt. Ich glaube, da können wir auch nicht drüber hüpfen, oder? Die haben sie gerade so hoch gemacht, dass man nicht drüber springen kann. Sind schon gewieft bei Weltenbauer. Also quatschen wir mal mit ihm und kaufen uns ein neues Fahrzeug. Jetzt sehen wir nämlich auch mal, was es alles so für Fahrzeuge im Spiel gibt. Also den hier werden wir uns auf jeden Fall holen, weil der ist echt praktisch. Aber wir gucken erstmal noch ein bisschen weiter. Was gibt's denn noch? Eine Walze. Den kleinen Bagger haben wir ja auch schon. Dann gibt's hier einen kleinen Muldenkipper. Eine Zugmaschine, den großen Muldenkipper. Betonmischer. Einen Radlader. Okay. Turmdrehkran. Super, 200.000. Da können wir aber eine Zeit sparen. Und das ist, glaube ich, der Unterhalt hier. Die 4.000. Dann gibt es hier noch den großen Bagger. Die Betonpumpe. Ah, immer meine Aussprache. Und den Mobilkran. Boah, der kostet eine 500.000. Das ist schon heftig, was der hier im Angebot hat. So von den Preisen her. Dann gibt es hier noch die Anhänger. Den kleinen Anhänger und den Tieflader. Ja, und was Importfahrzeuge ist, das habe ich noch nicht ganz so rausgekriegt. Und was ist Verkaufen? Also da können wir dann unsere aktuelle Flotte loswerden, wenn wir wollten. Echt, der kleine Bagger kostet so viel? Ja, der kostet 90.000 Euro. Das kleine Ding. Oder ja, nicht Euro, Geldeinheiten. Hier sind es ja keine Euro im Spiel. Interessant ist auch, dass der große Pritschenwagen genauso viel kostet wie dieser komische Absetzkipper. Tja, wir kaufen uns auf jeden Fall hier mal den großen Pritschenwagen. Weil der wird uns die
Ach, und wir kriegen prompt noch 20.000 Geldeinheiten dafür, dass wir ein neues Fahrzeug gekauft haben. Das heißt, da haben wir ja jetzt ein richtiges Schnäppchen gemacht. Gut. Den setzen wir dann später zurück. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zu unserem neuen. Der müsste hier irgendwo stehen. Genau, da steht er. Sieht man auch hier unten auf der Map, wo unsere Fahrzeuge stehen. Das sind dann die MANs, die großen Kipper. Kann man leider nicht einsteigen. Aber ich denke mal, dass die genauso aussehen dann, wenn wir die mal haben. Außer vielleicht, dass die durchsichtige Scheiben haben werden, wenn wir die kaufen. Aber das ist jetzt unser neues Fahrzeug hier. Der MAN mit Pritsche und Ladekran. Das ist ein saugeiles Gerät und macht Transportmissionen wesentlich einfacher. Ich glaube, wir haben jetzt auch diese Übungsmission gekriegt, oder? Ja. Jetzt können wir hier unter Lehrgang, könnten wir jetzt gucken, wie das Fahrzeug funktioniert. Da kriegt man so eine Übungsmission halt zur Verfügung gestellt, wo man sehen kann, ja, wie der halt zu handhaben ist. Ich habe das jetzt aber schon mal, den hatte ich schon mal offscreen hier, den Laster, deswegen weiß ich, wie der geht. Wir können jetzt zum Beispiel die Stützen ausfahren. So, das macht er hinten auch und bockt sich komplett hoch. Und dann können wir hier wieder, wie wir es gewohnt sind, auf den Kran-Modus umschalten. Und dann können wir halt hier ein bisschen den Kran bewegen. Wenn wir halt auch baggern würden. Und cool finde ich halt hier zum Beispiel, dass es hier diesen gelben Kreis gibt, der uns anzeigt, wo der Haken gerade ist. Das ist also nicht zu verachten. Wir können hier den Kran bewegen, wir können auch den Ausleger ausfahren. Und jetzt werdet ihr gleich mal sehen, was das für ein Ausleger ist. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen mit dem Teil. Und wir beachten auch das Detail, dass die Kamera dem Kranhaken folgt. Das ist auch praktisch. So, und jetzt schauen wir hier mal. Also, das ist schon nicht übel, Leute, oder? Dass wir hier so einen ordentlichen Ausleger haben am Kran. Also da können wir schon mal hier ein ganzes Stück weglangen mit dem Teil. Jetzt sagen wir, fahren ihn wieder zusammen und gucken dann gleich mal nach einem neuen Auftrag. Jetzt können wir uns dieses ganze Zeug mit dem Gabelstapler nämlich schenken. So, wir klappen ihn wieder zusammen. So, dann können wir hier auch aus dem Kran-Modus wieder raus und dann können wir auch die Stützen wieder einfahren. Da lässt er sich wieder schön ab und ist dann wieder fahrbereit. So, und da ich euch jetzt nicht den ganzen Weg antun will, wie wir hier wieder zurückfahren, machen wir das über die Reset-Funktion. Und mit dem hier genauso. Holen wir unsere zwei Fahrzeuge gleich wieder zurück. Und gucken mal in die Ausschreibungen, würde ich sagen. Hier oben Aufträge. Oh, das Hotel hat einen Sonderauftrag. Das ist bestimmt auch nicht schlecht bezahlt, möchte ich behaupten. Ja, 21.000. Wir sollen den Vorarbeiter ansprechen. Wir sollen 4 Kubik Erde liefern und 6-mal Fichtensetzlinge vom Gartenhandel. Okay. Mach mal prompt. Sonderauftrag, hatte ich jetzt noch nie. Mal gucken, was man da machen muss. Wir sollen erstmal mit ihm hier reden. Um was geht's da? Die Direktion vom Hotel hat angerufen. Der Landschaftsgärtner erweitert das Zeug. Ja, und sie brauchen Erde und Paletten mit Pflanzen und haben nicht genug Transportkapazitäten und brauchen deswegen unsere Hilfe. Okay.
Hört sich gut an. Gärtnerei liegt auf dem Weg. Kieswerk. Bin schon unterwegs. Ja, gut. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal unseren neuen Großen. Das ist dasselbe Problem wie im Landwirtschaftssimulator. Wenn man nicht 1A neben dem Fahrzeug steht, dann funktioniert das nicht. So, und da ich jetzt hier nicht mehr ewig rummachen will, machen wir das jetzt öfters mal mit der Schnellreise. Kostet 97 Geldeinheiten, bevor wir jetzt die ganze Strecke fahren. Und ich sage, es ist einfacher, wir setzen uns da einfach hin. Denn wir sollen erstmal Erde holen. So, und holen wir uns wieder ab. Das geht mit dem nicht. Willst du mich veräppeln? Das geht mit dem nicht. Nass sauber. Und bei der Gärtnerei waren wir auch noch nicht. Sehr schön. Bin schon wieder in der komischen Verfolgerkamera. Was war das jetzt? Bin ich da hängen geblieben? Dann fahren wir mit dem zum Gartencenter. Ihr seht auch, der hat jetzt auch eine wesentlich größere Pritsche. Da müssten, glaube ich, 8 Paletten drauf gehen, ohne sie stapeln zu müssen, so wie in der letzten Folge. Wo wir da ja, wo ich da ein bisschen Mist gebaut habe mit dem kleinen Pritschenwagen, als ich da die Paletten stapeln wollte. Oh, Brems. Ups. Den Sprinter haben wir ein bisschen angeschoben. So, dann stellst du dich mal beim Gartencenter hier hin. Das haben wir jetzt entdeckt. Gut. Dann nehmen wir unseren kleinen Pritschenwagen eben. Setzen den zum Kieswerk. Da kostet sogar 98, weil der einen Parkplatz weiter steht. Das wird echt immer über die Entfernung berechnet. Und wenn der jetzt einen Parkplatz weiter steht, kostet es eine Geldeinheit mehr, sich dahin zu setzen. So, das ist aber echt ein bisschen bescheuert, oder? Also mit dem können wir aufladen. Kein Problem. Ja, vielleicht nicht unter der Betonpumpe durchfahren hier. So, dann fahren wir jetzt in der Folge noch zum Hotel. Mein Bauch knurrt. Ja, es ist gerade Samstagvormittag. Beziehungsweise eigentlich Samstagmittagessenszeit. Deswegen meldet sich auch der Bauch schon. Das heißt, ich werde nach der Folge erstmal die Staffel beenden. Werde das hier abspeichern mal und werde dann in der neuen Staffel irgendwann nochmal weiterspielen. Schon wieder in den Track. So. Hier sind noch die Spuren von unserem anderen LKW. Halt an. Ja, der fährt nicht. Wir machen mal wieder Cockpit-Perspektive. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So, jetzt würde ich halt gerne wissen, wo das Hotel ist. Also ich fahre jetzt gerade da unten nach dem Navi. Also nur lebensmüde hier. Die sind alle lebensmüde. Hier ist das Sägewerk.
Da waren wir ja in der letzten Folge. Was, hier soll ich abbiegen? Wow, und der steht auch voll in den Eisen. Sehen wir mal ein bisschen was von der Map hier. Hier eine riesen Autobahnbrücke. Das da vorne könnte sein, glaube ich, oder? Das ist zumindest ein Riesengebäude. Könnte ein Hotel sein. Ich fahre schon wieder 100. Ja, das ist das Hotel. Hier ist das Baustellensymbol. Hier ist die Einfahrt. Und da ist die Baustelle. Okay, fahren wir mal hin. Noch und kippen denen die Erde vor die Tür. Da steht auch der Hotelmanager rum. Nichts nutzig. Also kippen wir denen die Erde hin. Das ist auch das Letzte, was wir jetzt in der Folge noch machen. So, also diese Teilaufgabe hätten wir erledigt. So, da können wir den auch schon wieder zurückholen. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr für die Aufgabe. So, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Das ist dann natürlich in der neuen Staffel, wie ich schon gesagt habe. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Bausimulator 2015. Wenn so ist, lasst mir doch bitte Kommentare und Daumen zu den Videos da, damit ich auch sehe, dass es euch gefällt. Und ja, ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen.